Leute da draußen. Prison Architect ist angesagt. Ich mach's mir bequem. Ich hoffe, ihr seid schon bequem und bereit zuzuschauen, wie wir dieses Gefängnis jetzt hier noch ein bisschen finalisieren. Denn im Grunde haben wir fast alles in diesem Gefängnis fertig gemacht, was wir wollten. Beziehungsweise alle Räume, die es gibt, verbaut. Problem ist, das letzte Mal, als wir gespielt hatten, habe ich irgendwie, also ich meine, ich habe gespeichert, aber irgendwie ist da kein Speicherstand. Kein Problem, kein großes zumindest, denn es gibt einen Autosave und der ist auf 10 Minuten gestellt bei mir. Das bedeutet, maximal 10 Minuten fehlen. Ich habe nachgeguckt, es fehlen ziemlich genau 5. Und wir sind an dieser Stelle. Hier nochmal eine Übersicht des Gefängnisses. Vogelperspektive. Als wir aufgehört hatten, war das hier schon ein bisschen fertig gebaut. Deswegen drücke ich einfach mal auf Start, damit wir schnell wieder auf dem gleichen Stand sind. Die Tür hier muss locked open sein, damit das hier ein bisschen schneller geht. Und spulen ein bisschen vor, damit wir wirklich gleich wieder auf dem richtigen Stand sind. Ich habe mir nämlich die letzte Folge dann nochmal das Ende angeguckt, um wirklich zu schauen, ob das der richtige Safe ist, ob hier alles richtig ist. Es ist eine Weile her, dass wir das letzte Mal gezockt haben. Und dementsprechend habe ich noch im Kopf, habe ich gerade gesehen, wie ich mich hier aufgeregt habe, dass die Leute hier immer diese Kabel vergessen. Lustigerweise tun sie das jetzt bei diesem Safe nicht. Da sind sie ein bisschen schlauer. Da laufen sie durch und bauen hier die Rohre hin. Unser Plan heute ist, dieses Gefängnis noch ein bisschen auszubauen. Wir haben ja richtig viel Geld hier. Diese 100.000 werden gleich ein bisschen weniger werden. 20.000, 30.000 wird das Innenleben dieses Zellenblocks hier kosten. Und dann haben wir eine ganze Menge mehr Leute. Wie viel passen hier nochmal rein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 in einen Zellenblock. Und hier geht das echt schnell, das gefällt mir. So, jetzt sind die ver... Wie ein Toter! Was ist denn hier schon wieder? Ja, hier gab es eine Prügelei. Jetzt war ich... Habe ich nicht... Normalerweise gibt es doch eine Meldung irgendwie. Irgendein akustisches Signal. Habe ich jetzt nicht mehr gekriegt. Es fängt ja gut an. Dankeschön, Spiel. Er steht hier noch, schaut sich das an. Was ist aber auch dreckig, ey. Oh, jetzt bin ich schon wieder Motivation minus 10. Gleich wieder einen Toten. Gucken wir mal einen Report. Das kann doch nicht sein. Das ist schade. Denn man kriegt ja, je länger man dieses Gefängnis gut am Laufen lässt, irgendwann einen Bonus. Und auf den kann ich jetzt erstmal die nächsten Tage pfeifen, wenn wir hier einen Toten hatten. Wo ist der überhaupt? Wird er schon abgeholt? Liegt der hier? Haben wir den schon abtransportiert? Ist der hier in diesem Sack? Wahrscheinlich. Oder? Wir haben doch hier so einen... Da. Da liegt er. Wer war es denn? Ross Livshin. Flame. Violent Disorder. Okay, also... Der ist unangenehm aufgefallen, gewalttätig geworden. Oha, okay. Hier oben, das interessiert uns erstmal nicht. Das ist ja hier noch alles Work in Progress. Das mit den Paroles funktioniert ganz gut. Seht ihr hier? Da ist ein Parole Lawyer. Wer bist du? Der Parole Officer. Und die Jungs gehen wahrscheinlich jetzt gerade zu ihrem Termin, bei dem sie die Chance haben, frühzeitig entlassen zu werden. Die Chance ist nicht besonders hoch. Schauen wir mal dem guten Tom Fairbairn. Er hat sich eigentlich ganz gut benommen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, da kommt der nächste. Callum Green. Splinter. Ja, ja. 34 Jahre hat er gekriegt. Davon hat er die Hälfte schon abgesessen hier. Er soll 4 Jahre kriegen und ein halbes Jahr früher raus, würde er gerne. Ja. Läuft doch. Wir sehen hier links oben. Einige beschweren sich. Schauen wir nochmal. Was ist denn jetzt gerade eigentlich akut das Problem? Needs. Mhm. Hygiene. Und Food. Also Food gibt's ja gleich, wenn wir nochmal kurz gucken in unser Work. Jetzt wird gerade gearbeitet. Wie Hygiene. Ihr kamt doch gerade alle aus der Dusche. Müssen wir noch ein... Ich glaube, wir müssen noch eine Dusche... Nee. Nee. Warten wir mal ab. Haben die sich jetzt gerade alle geprügelt, weil sie...
nicht hygienisch genug sind, oder was? Oder ist Hygiene auch einfach Sauberkeit hier? Ach, ich weiß es nicht genau. Ich spule trotzdem einfach mal vor und schaue, was die Zukunft bringt. Hier wird trainiert. Zellenblock fertigstellen, bitte. Was ist denn hier? Wieso kommt denn da? Könnt ihr mal anfangen zu bauen? Habe ich da irgendwie... Warte mal kurz. Hä? Sekunde, habe ich das nicht eben schon geklont? Nee, habe ich nicht. Das wollte ich noch klonen, ne? Jetzt muss ich das klonen. Komm schon, klonen. Und dann sind wir nämlich wieder auf dem Stand vom letzten Mal. Nur ein Toter mehr. Das lief letztes Mal besser. Woran lag das? Ich weiß es nicht. Okay. Bauen wir das, ne? Okay. Da dürften die Arbeiter jetzt loslegen. Hier ist noch ein Besucher, der gerade nach Hause geht. Besuchszeiten gerade rum. Oh, die schnacken aber lange hier. Ordentlich was zu bereden. Da werden schon die ersten Fundamente reingetragen, Toiletten auch schon. Haben wir auch Strom schon verlegt? Ja, ne? Ne, haben wir nicht. Mist. Aber das macht nichts. Das können wir auch am Ende machen. Das mit den Rohren mache ich gerne am Anfang, weil sich sonst das Ganze mit den Türen in die Queren kommt. Jedes Mal, wenn wir hier nämlich die Zellen schon fertig haben und erst dann das Wasser verlegen, müssen wir hier in die einzelnen Zellen rein, die dann abgeschlossen sind und das nervt. So, okay, hier geht's los. Ich spule noch schneller vor. Betten rein. Ah, wie schön das vorangeht. Okay. Den Leuten geht's tatsächlich gut gerade. Ich guck nochmal. Needs. Recreation und Hygiene geht ein bisschen runter. Exercise geht ein bisschen runter. Exercise habt ihr doch hier genügend Möglichkeiten. Ihr könnt Bank drücken. Was wollt ihr mehr? Das mal schön sauber hier. Das ist ja furchtbar mit diesem Unkraut. Oh Mann, okay. Was machen hier unsere Räume? Cleaning Cupboard. Ist alles eingeliefert worden. Kameras sind besetzt. Hier wird gewaschen. Schauen wir mal ganz kurz, ob da wirklich alles so gut läuft. Dabei spule ich nicht ganz so schnell vor, um nicht irgendwie wieder ein Riot zu verpassen. Prison Labor. Haben wir noch gar keine zugewiesen, oder was? Müssen wir langsam mal machen. Drei Leute in den Shop. Workshop, da müssen wir erst Leute ausbilden. Mit der Küche, ja. Auch mal sechs rein. Wir haben ja genug Leute da. Und dann würde ich sagen, hier in der Bibliothek. Auch mal sechs rein. 10 Leute ins Cleaning Cupboard. Und genauso hier. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Und jetzt wird es ein bisschen bürokratisch. Wir gehen jetzt mal in die Übersicht und müssen diese verschiedenen Schulungen ranhauen. Also das Parole Hearing hatten wir letztes Mal gemacht. Das funktioniert auch ganz gut, haben wir gerade gesehen. Die Parole Hearings finden statt. Oh, jetzt gerade hier einiges los im Innenhof. Spiritual Guidance haben wir auch am Laufen. Wir würden gerne Kitchen Safety and Hygiene. Zack. Das brauchen wir. Und wir brauchen General Education Qualification. Und brauchen wir noch was? Gucken wir mal ganz kurz ins Deployment. Ne, wo muss das? Logistics. Das mal zumachen. Hier brauchen wir Education Program. Das haben wir gerade gemacht. Hier brauchen wir nichts. Und in der Küche brauchen wir Kitchen Safety and Hygiene und das haben wir auch gerade gemacht. Hier, um auch ein bisschen Geld zu generieren. Früher war das eigentlich eine richtig gute Einnahmequelle. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist. Workshop Safety Induction. Das könnten wir auch machen.
Start. Ist nur einer interessiert. Und jetzt müssen wir mal hier in unseren Schedule gehen. Schauen, wo das überhaupt reinpasst. Das passt ganz gut rein. Nur die Leute, die... Ja, das ist doch super. Das passt perfekt. Von 11 bis 1, beziehungsweise von 11 bis 12. Bis 13. Und hier ist ja 2. In der Freizeit. Oder was? Nee, das ist die Arbeitszeit. Die geht dabei drauf. Okay. So, und jetzt müssen wir uns zurücklehnen und warten. Denn diese Programme, diese Schulung, Weiterbildung, nennt es wie ihr wollt, müssen jetzt erstmal absolviert werden. Da waren nicht wirklich viele Interessenten. Vielleicht ändert sich das bald. Auf jeden Fall gefällt mir das hier. Das ist schon fast fertig. Die ganzen Duschköpfe noch hier angeschraubt werden. In der Zwischenzeit sage ich schon mal meinen Leuten Bescheid, dass wir auch Strom brauchen. Dass hier ein bisschen Licht gibt. Das ist ja schon irgendwie von Vorteil. Okay. Oh, da machen sie sauber. Das ist ein Saustall hier, ne? Komm. Komm, komm, sehr schön. Oh, da gucke ich gerne zu bei sowas, wie das immer sauber wird. Wie damals bei Defrag. Okay. Duschdinger sind dran. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch diese Räume zuweisen. Und dann gilt das Ganze zu unseren... haben wir schon, oder was? Okay, die gelten wahrscheinlich erst, wenn wirklich Strom verlegt ist, denn diese Türen brauchen doch bestimmt Strom, um auf und zu gehen, oder? Wie sieht das da aus? Oh, und er verteilt schon mal neue Klamotten, das gefällt mir auch. Jetzt haben wir Strom. Und was ist jetzt das Problem mit den Zellen, bitte? Was macht der Gefangene hier? There are no canteens accessible to the cell. Okay, alles klar. Da ist... Aber mal ganz im Ernst, wieso ist hier ein Gefangener drin? Die sollen doch noch gar nicht hier rein. Das ist doch noch gar nicht hier mit meiner Planung so vorgesehen. Okay, okay, dann müssen wir schnell reagieren. Anscheinend geht das hier schon rund. Und mit 87.000, ich würde ja so gerne einen Perimeter Wall hier rumbauen, ne? Damit ich da ein bisschen Sicherheit vor den Tunneln habe. Aber zum einen kostet das ein Vermögen, zum anderen ist das einfach super aufwendig, super lange dauert das. Deswegen machen wir jetzt hier kurz diese kleine zwischenzeitliche Lösung. So. Dann dürft ihr da auch rein. Und wenn wir das... Ich verstehe nicht, warum die Kantine da nicht angeschlossen ist. Die ist doch hier hinter. Zählt das als... Ach, keine Ahnung. Gucken wir mal. Wird wahrscheinlich gleich, wenn wir den Zaun hochgezogen haben, wenn wir diese Tür wegmachen und diesen ganzen Zaun, dann geht das wieder. Also, vorspulen. Jetzt bitte Zaun bauen. Okay, die Jungs machen das schon mal. Und steht. Der Zaun steht auch. Das heißt, jetzt bulldozen wir hier unseren alten Zaun. Die Tür hier bulldozen wir nicht, die dismanteln wir. Auseinanderbauen. Können wir sie nochmal verwenden. Die war ja schließlich teuer. Ne? Und seht ihr, das war tatsächlich die Lösung zum Problem. Wir müssen nochmal ein paar Leute hier. Wir haben immer nur eine Wache pro Zelle. Was ist denn jetzt mit dem Wasser los? Hä? Oh ja, jetzt haben sie beim Zaun abbauen hier anscheinend auch dieses Rohr mit rausgenommen. Okay, 72 Leute passen rein. Das ist eine ganz coole Zahl. Sind aber momentan geschlossen. Eigentlich könnten wir jetzt 20 Leute mindestens wieder reinlassen, ne? Mal 20 Leute rein. Und
Wollen wir jetzt schon auf Maximum Security gehen? Nee, ne? Nee. Ja, wollen wir mal locker bleiben. So, wir haben genug Kohle. Kriegen genug Kohle regelmäßig. Ich würde sagen, das läuft. Außer diesen ein, zwei Toten, die wir hier pro Woche zu beklagen haben, ist das ein ganz gutes Gefängnis. Ja? Komm, leg schon wieder dieses neue Rohr dahin. Und dann haben wir hier unten Wasser. Ah, super. Jetzt mit der Dusche. Auch ein bisschen. Wir haben es 11 Uhr nachts. Was hier mit der Dusche? Ich habe keine Ahnung. Wir warten ab. Das Problem wird sich auch von selber lösen. Gehe ich ganz stark von aus. Seht ihr? Zack. Problem hat sich von selber gelöst. So. Das sind meine Lieblingsprobleme. Jetzt haben wir hier 46 Leute. Hier passen 8, 16, 432, 40, 48, 2. Ach, ne. Müssen neue Tische rein, ne? Wo ist das Ding? Da, Tisch. Und eigentlich würde ich die Kantine jetzt auch irgendwie schon mal höher ziehen. Wollen wir das jetzt mal machen? Ein bisschen aufhören mit Zellen bauen und kurz mal die Kantine groß machen, oder? Wobei, bringt uns das viel weiter. Am geilsten wäre es ja echt, wenn wir hier mal diese Perimeter Walls hätten. Ich guck mal, was uns das kostet. Was kostet denn mal so 50 Meter Perimeter Wall? 200 pro Kasten. Das ist natürlich echt viel. Wenn wir hier runterziehen würden, dann würde uns das 10.000 kosten. Und wenn wir dann weitergehen und das einmal rüberziehen, dann kostet uns das nochmal hier 30.000. Ja, das können wir uns doch leisten. Das machen wir jetzt. Wobei. Oh. Egal, das machen wir jetzt. Ich bin immer so unentschlossen, denn rein theoretisch könnten wir ja... Wo kaufe ich nochmal Land? Ach, das muss ich erst erforschen, ne? Oder habe ich das schon? Land Expansion, ja, das muss ich mal machen. Wird erforscht. Offshore Tax Haven. Ist natürlich auch super. Je früher man das hat, umso besser. Nur, nee. Taser Rollout. Das ist auch gut. Kostet ein bisschen was. Machen wir später. Ich würde gerne erstmal ein bisschen bauen. Und eigentlich ist das hier auch super. Komm, das machen wir auch noch. Vielleicht kriegen wir es ja heute hin, noch ein bisschen Aspiranten für den elektrischen Stuhl bei uns einzupferchen, um die dann hinzurichten. Das gibt extra Kohle und das habe ich noch nie gemacht. Weil diese Typen sind sehr, sehr selten. Ich hatte schon mal ein, zwei Leute im Gefängnis, aber ich glaube, ich bin nie dazu gekommen, sie wirklich hinzurichten. Das machen wir dann. So, bis jetzt. Das gefällt mir. Ist mitten in der Nacht, da passiert natürlich nicht viel. Ich werde jetzt diesen Perimeter Wall hochziehen. Was ich gerade halt nur überlegt hatte, ist natürlich, dass ich irgendwann hier nach Süden expandieren will. Und dann ist es natürlich blöd, wenn ich hier diese Perimeter Wall einmal von Westen nach Osten oder Osten nach Westen hochgezogen habe. Aber ganz ehrlich, irgendwann muss man auch mal loslegen. Und wie viel Platz machen wir zwischen Außenzaun und Perimeter Wall? Zwei Felder, oder? Okay. Zwei Felder. Wobei, wenn wir jetzt wieder richtig schlau sind, dann machen wir das mal so. Wie breit ist so ein Zellenblock? 12 Meter. Dazwischen sind 3 Platz. Also würde theoretisch der nächste Gang hier sein. Und wenn... Oh, was war das? Kleiner Hicker. Bis hier würde der nächste Zellenblock gehen. Wenn wir denn hier wieder 3 frei hätten, wäre hier der nächste Zellenblock. 1, 2, 3. Ja, also wir kriegen hier auf jeden Fall noch welche hin. Und, ach komm. Ich meine, machen wir so.
Eins, zwei, drei. Das wird die geile Perimeter Wall. Ach, ihr werdet staunen. So. Bis hier. Baut das. Und was haben wir hier eigentlich? Garbage. Garbage. Muss der Garbage hier wirklich so? Bis wo geht denn der genau? Ich kann es nicht so richtig. Ist hier frei zwischen? Tatsächlich. Das den Garbage hätte ich eigentlich doch lieber so. Oder? Mal gucken, Deliveries. Sind die Lieferungen. Okay, die gehen bis hier. Also ich habe da wirklich drei Platz zwischen. Das tut gar nicht Not. Wir könnten. Das sind ja eins, zwei, drei. Ich bin so viel Garbage brauchen wir nicht. Und das kann ich auch jederzeit verändern. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Deswegen nehme ich jetzt hier den Garbage weg. So. Und wir machen hier. Drei ran. Es reicht an Garbage. Mehr brauchen wir nicht. Und dann können wir, wenn wir jetzt richtig gut sind, wir bauen hier eine Mauer. Die geht bis hier. Okay. Bauen hier die Perimeter Wall hoch und dann hier nochmal den Zaun. Denn passt das zum restlichen Konzept, finde ich. Wenn das fertig ist, werde ich dann hier diesen Zaun wegnehmen. Und in 5 Stunden kommen die neuen Insassen, das wird spannend. Zaun steht. Dann bitte Bulldoze. Das weg. Das weg. Läuft. Hey du. Oh, jetzt fängt er an zu arbeiten, obwohl er da erstmal den hätte wegnehmen können, ne? Na gut, wir gucken mal, wann kommen denn seine Kollegen. Warten da schon welche? Nee. Ach ja, wir haben ja die Tür weggenommen. Dann haben wir natürlich ein kleines Problem, dass, die Leute da gar nicht hin können. Okay, wir setzen kurz hier eine Tür rein. Ist okay, ist okay. Er baut. Was macht denn der? Der baut ja gar nicht richtig. Der verlegt da erstmal so das Fundament, oder was? Kollegen, wo seid ihr? Guck mal schneller vor. So. In 3 Stunden und 40 Minuten kommen die neuen Insassen. Wann haben wir das letzte Mal einen Shakedown gemacht? Das ist schon länger her. Das riecht doch nach Shakedown, oder? Wollen wir mal einen Shakedown irgendwie fahren lassen. Wie sieht's aus? Unsere Leute. Wir haben 20 Guards. 5 davon bewaffnet. Wir nehmen ganz gut Geld ein. Ey, wir können nochmal 5 Guards dazu. Einfach nur zur Sicherheit. 5 Guards dazu. Die hier rumlaufen und für Sicherheit und Ordnung sorgen. Wir haben auch gleich eine Body Armor bekommen. So. Jetzt schauen wir denen zu, wie sie die Perimeter Wall hochziehen. Und wenn die eine gewisse Länge erreicht hat, fange ich an, mich sicher zu fühlen hier. Das fangen dann nicht mehr abhauen. So, hier geht's weiter. Bau die nach oben zu. Ah,
schön. Zack. Und bis nach unten. Ui, die sind aber fix. Muss man den mal lassen. Und wo die auch gerade so schön dabei sind, machen wir gleich weiter, ne? Das ist zwar super teuer, was wir hier tun, aber wir haben gerade die Kohle. Machen das mal so. Bis hier. Das brauchen wir noch nicht. Nee, das tut nicht Not. Wir müssen nicht übertreiben. Was ist hier los? Ich drück schnell auf Space, denn hier geht's zur Prügelei. Oder? Was war los? Oh Mist, einen drüber. Oh, so ist es, wenn man schnell vorspult. Aha. Da haben sie sich auch ein bisschen an den Duschen ausgelassen. Aber es scheint wieder alles cool zu sein. Die Leute gehen essen. Hier ist ein Maximum Security Typ dabei. Ich weiß gar nicht, wie die dazukommen. Wie die reingelassen. Aber gut, hier wird aufgepasst. Ich glaube nicht, dass die hier durchdrehen. Haben wir genug Essen? Oh, wir haben nicht genug Essen. Ja, die Küche muss vergrößert werden. Nicht genug Essen. Das könnte natürlich... kommt das? Wir bauen hier gleich nochmal so einen Ausgabetresen hin. Ja. Okay. Die neuen Gefangenen sind angeliefert worden, stehen hier draußen rum und während ich sie begrüße, Hände schüttel und ihnen ihre Räumlichkeiten zeige, geht ihr kurz in die Werbung und wieder mit Prison Architect. Also bis gleich.